Zitronenmelisse pikieren. Was wäre ein leckerer, fruchtiger Cocktail nur ohne frische Zitronenmelisse? Besonders gut schmeckt das Kräutergewächs aus dem eigenen Anbau. Nachdem die Pflanzen eine gewisse Größe erreicht haben, sollten sie in einzelne Töpfe umziehen. Dort haben sie mehr Platz und können besser gedeihen. Hierfür füllt man die Gefäße zunächst einzeln mit Substrat. Eine Anzuchterde ist dabei am besten geeignet. Sie wird locker in die zukünftigen Töpfe für die Zitronenmelisse verteilt. Wenn das der Fall ist, stellt man sie am besten auf den Boden im Garten und übergießt sie mit jeder Menge Wasser. Das klappt am besten mit dem Gartenschlauch oder auch mit der Gießkanne. Wichtig ist, dass hier an Flüssigkeit nicht gespart wird, da das Substrat von oben bis unten durchnässt werden soll. Im Anschluss geht es wieder zurück zum Arbeitsplatz. Dort wird mit dem Pikierstab jeweils eine tiefe Mulde in die Mitte der Erde gedrückt. Hier rein können dann die einzelnen Pflanzen umziehen und ringsherum leicht angedrückt werden. Damit sich auch ein intensiver Geschmack entwickelt, braucht es die Pflanze vor allem halbsonnig bis sonnig. Ein geschützter Standort im Beet des Gartens, auf dem Balkon oder der Terrasse eignet sich hierbei am besten. Wichtig ist, dass die Jungpflanzen in den ersten Wochen feucht gehalten werden. Die Blätter des Krauts können Pflanzenfreunde den ganzen Sommer über nutzen. Zwischen Juni und Juli ist der Geschmack allerdings am intensivsten. Sobald alle Jungpflanzen in ihren Gefäßen sitzen, dürfen sie noch eine Weile an einen windgeschützten Ort, ehe sie dann in das Beet umziehen können. Natürlich eignet sich das Kraut auch für den Topf auf dem Balkon, der Terrasse oder in der Küche.